Wohnmobil, Fahrtrichtung Leverland. Mit gesicherten Runden ist der. Ein bisschen schwerer. Mal wir haben ja zwei Fahrzeuge, ein Wohnmobil, ein Pkw, die sich frontal offensichtlich getroffen haben, aus entgegengesetzter Richtung kommt. Ja, mit welchen Folgen? Folge ist natürlich zweimal Totalschaden an den Fahrzeugen. Wir haben vier verletzte Personen, eine von schwer verletzt, aber alle keine Lebensgefahr. Die Feuerwehr muss noch Eingeklemmte befreien, ist das richtig? Aktuell sind alle Personen geborgen, beziehungsweise eine Dame befindet sich noch im Wohnmobil, aber die ist auch nicht eingeklemmt. Jetzt ist es ja heute sehr windig, kann da eventuell der Wind eine Ursache gehabt sein? Ja, wäre natürlich jetzt aktuell reine Spekulation, wir können es nicht ausschließen, aber auch nicht bestätigen. Ja. Okay, also den Wind können wir als Unfallursache weder ausschließen noch bestätigen, das wäre zum aktuellen Zeitpunkt reine Spekulation. Aber widrige Wetterverhältnisse herrschen auf alle Fälle? Die haben wir, tatsächlich. Ja.